hinten drauf. Aber das ist auch eine edle Besetzung, die wir haben. Ja, ein Weltmeister, ein Junioren-Europameister, einen der besten Deutschen und ein Hamburger gleichzeitig noch. Willi, was willst du denn mehr? Es ist so viel drin in diesem Finale. Wir beginnen mit Hassan Taftian, einem jungen Iraner, der knapp an die 10 Sekunden rangelaufen ist in den letzten Monaten. Und das ist Lukas Ansar-Pepra, der Hamburger, der momentan mit Sebastian Bayer in den Süden des Landes gezogen ist, der nach Verletzungspause wieder dabei ist und hier ein echter Olympiasieger. Zweimal mit den Staffeln Jamaikas Olympiasieger und einmal Zweiter über 100 Meter in London 2012. Juan Blake ist da und on fire, wie wir gesehen haben. Genauso wie er hier, der frisch gebackene unter 23 Europameister Jeremiah Azu. Im letzten Jahr in München schon Dritter der Europameisterschaften. Einer der Shootingstars der Szenerie. Seye Ogunleve, regelmäßig zu Gast bei Sportfesten in Europa. Einer, der die 10 Sekunden auch schon geknackt hat. Und außen ein starker Mann aus Ghana, der sich vorhin auch sehr gut vorgestellt hat. In diesem Jahr schon unter 10 Sekunden. Bin ich mal gespannt. Benjamin Asamati. Diese 100 Meter sollten zum Höhepunkt des Tages werden können. Vielleicht dank Johan Blake. Oder was macht Jeremiah Azu? Schönes Ding jedenfalls hier, der edle Sprint ganz am Ende mit diesem großen Namen der Szene, Johan Blake, und einem, den Sie sich merken sollten, Jeremiah Azu. Set. Dritter Versuch, endlich geglückt. Azu wieder sehr schnell auf den Beinen, aber auch Blake ist da. Blake und Azu in der Mitte. Ogunleye kommt, aber Blake. Johan Blake vor Azu. 10 und 2. Das ist doch ein ganz starkes Ergebnis als Abschluss eines sehr schönen Meetings hier in Leverkusen. Und Willi, wir haben mit Oleg Zernikel wenigstens noch einen gekriegt und mit Marius Probst einen zweiten für die WM. Und das war ein schönes Schlusswort hier.